Willkommen zu einer neuen Mem-Folge. Heute geht es um das Thema Stundenlohn bzw. was uns sozusagen unsere Zeit wert ist und die Frage, inwieweit sozusagen eine Stunde Lebenszeit so viele unterschiedliche Bewertungen erfährt. Also zum Beispiel ganz normal Erwerbsarbeit, das eine ist die Putzkraft, das andere ist der Facharbeiter, die ja mal locker, sagen wir mal, gehen wir mal von 10 Euro und 50 Euro die Stunde aus, da haben wir schon einen Faktor von 1 zu 5. Jetzt wäre die Frage, auf welcher Grundlage passiert tatsächlich so eine Bewertung, Einschätzung, warum diese eine Stunde Lebenszeit jetzt das Fünffache wert sein sollte oder sogar einem Verhältnis von 5 Stunden gegenüber der Putzkraft entspricht. Gehe ich mal auf das erste Beispiel ein, das meistens sich darauf beruht oder beruft, dass natürlich unterschiedliche Ausbildungszeiten notwendig sind. Wenn die Putzkraft nahezu sofort mit ihrer Tätigkeit das Geldverdienen sozusagen loslegen kann, muss der andere erst noch Studium ansetzen, dort einige Monate und Jahre investieren, bevor er dann in diesem Bereich arbeiten kann. Gehen wir mal pauschal von 5 Jahren aus. Das wäre dann zu einer Lebensarbeitszeit von 40 Jahren entsprechend 5 Jahre wären 12,5%. Das würde aber auch bedeuten, dass eigentlich der Lohn nur 12,5% höher liegen müsste, um sozusagen im Lebensschnitt auf das gleiche Einkommen zu kommen. Selbst wenn jetzt noch die Kosten entsprechend hoch angesetzt werden, weil angenommen, man nimmt die Kosten zumindest genauso hoch wie in dem Zeitraum, den man in den 5 Jahren verdient, dann wäre ich bei 10 Jahren, die sozusagen wieder reingeholt werden müssen, allerdings in 35 Jahren, aber auch da würde ich pauschal einfach mal auf einen Wert dann von meinetwegen 25% höhere Einkünfte schließen, um sozusagen auf die Lebensspanne diese Investitionen wieder auszugleichen. Und ja, da wäre eigentlich die Frage, wo ist denn noch tatsächlich der Faktor, zu sagen, dass Gehälter oder eben Stundenlohn von einem Faktor 1 zu 5 und es geht natürlich auch noch deutlich höher, begründet werden kann. Wie schafft man es zu sagen, die eine Stunde Lebenszeit ist so und so viel mehr wert als die andere? Eine andere Frage wäre natürlich ein Thema der Produktivität. Das heißt, schafft die eine Person tatsächlich so viel mehr Wohlstand, wirtschaftliche Werte, die sozusagen 5-mal so hoch sind? Da wäre schon die Frage, ein nicht geputzte Toilette würden für viele in bestimmten Situationen wahrscheinlich sehr viel mehr Wert zuschätzen als irgendwelchen Verwaltungsarbeiten, die in irgendwelchen Büros stattfinden. Also ist die Frage, ob in den Büros, in denen sozusagen eine Putzkraft tätig ist, ob sie nicht die höhere Wertschöpfung durchführt, als die Mitarbeiter, die sozusagen tagsüber nur an den PCs irgendwelche administrativen Tätigkeiten durchführen. Natürlich ist das alles ein sehr schwieriger Bereich, das wirklich neutral bewerten zu können, weil jeder seine eigenen Präferenzen hat und entsprechend auch unterschiedliche Wertigkeiten in diese Sachen mit reinbringt. Aber grundsätzlich halte ich es tatsächlich für schwierig zu begründen, warum mal nur auf der Arbeitszeitebene gesehen und auf der Lebenszeitebene gesehen, warum Menschen einfach sagen, dass sie so und so viel mehr zu verdienen haben wie irgendein anderer. Natürlich ist der Klassiker, der an der Stelle kommt, wenn man darüber spricht, eher das Thema der Managergehälter, die nicht nur einfach das Fünffache, sondern meinetwegen das 200- oder 1000-fache eines einfachen Angestellten verdienen. Und da ist dann auch die Frage, was tut der Manager, selbst auf einer Wertschöpfungsebene gesehen, tatsächlich für das Unternehmen, für die Angestellten und auch für die Kunden, die eine solche Entlohnung rechtfertigen. Weil letztendlich ist ja die Sache, dass in einem Unternehmen, eine wirtschaftliche Leistung erbracht werden muss, die der Kunde bereit ist, tatsächlich mit solchen Summen zu honorieren. Und ich halte das Ganze natürlich für sehr schwierig auszumachen, also schwierig, wirkliche Erklärungen und Begründungen dafür zu finden, die auf einer objektiven Ebene wirklich zulassen, zu sagen, dass solche Faktoren von 1 zu 5, 1 zu 10, 1 zu 200 im Faktor zur Lebenszeit überhaupt angemessen sein können. Aber natürlich ist immer die Frage für jeden, wer bereit ist zu bezahlen, soll es ja bezahlen. Es ist ja sozusagen bei Aktienunternehmen durchaus möglich, dass dann die Menschen einfach entscheiden können, ob sie tatsächlich deren Produkte kaufen oder deren Aktien behalten und solche
ja, solche Managergehälter und so weiter eben mittragen wollen. Also soweit einfach mal ein paar Gedanken zur Anregung, was es denn bedeutet, dass ja, Lebenszeit letztendlich so unterschiedlich von Menschen bewertet wird und auf welcher Grundlage das denn tatsächlich passiert. Und ja, jeder, der sich dieses Video anschaut, ist gerne dazu aufgerufen, selber seine Kommentare hier mit darunter zu schreiben, zu sagen, ja, was meint ihr denn? Was sind denn tatsächlich die Grundlagen, auf deren ja, solche Bewertungen beruhen, außer natürlich den Strukturen, die heute existieren, sondern tatsächlich, wie würdet ihr begründen, dass ihr selbst oder beziehungsweise andere von euch im Endeffekt so finanziert werden, dass diese Gehaltsstufen, dass diese unterschiedlichen Bewertungen von Lebenszeit tatsächlich ja, sinnvoll, notwendig und vielleicht sogar erstrebenswert sind. Also ich freue mich auf eure Kommentare und viel Spaß beim Nachdenken. Tschüss!